Jawohl, grüß euch wieder einmal. Ich bin wieder in Holzerassen oder immer nur an dem Fleck am Südhang. Ihr könnt euch erinnern, da ist der Käfer reingefahren. Heute nicht mit der Husqvarna 55 Mark II, sondern mit der Stihl 362C. So schaut's aus. 40er Schwert drauf, weil die sind nicht machtliche Bäm. Vollmeißelketten. Ja, ja, die darf auch mal wieder laufen. Ne? Die Uroma sagt aber, ein altes Wohnrall, wo nicht läuft, das geht nicht. Unter anderem. Und so ist bei den Seichen auch. Die müssen laufen, weil wenn sie laufen, dann ging es. Dann reißt du, dann spring so am ersten Ries. Jawohl. Und wenn nicht, na ja, dann reißt halt ich und reißt. Ja, dann reißt halt ein Saal an. Also Anlasssaal. Vor der Gewalt. Ja, aber jetzt meine ich alle bei. Da, die Feuchterling, die zwei, die immer noch weggehen. Da ist der Käfer drin. Und dann geht's weiter, da hinten um mich. Bum, ein Hang um mich da. Ja, Hanglage, die ist so echt der August, Wahnsinn. Ja, aber, also, hauen wir die zwei noch um und ihr schaut's zu. Jawohl! Ah, ja. Ja, ein bisschen ausnosten. Dann auch immer ablingen. Kann man es auch machen, das ausnosten. Hinten lasse ich alle bei ein Prickel stehen. 4 Meter für Brennholz, wenn er faul ist. Und noch Glasung. So haben jetzt die Ohren, Erdstamm. Sehr kostbar, schnell da bloß einen Meter weg. Ich so, naja, ist schon klar.
Habe ich einen Meter weggeschneit, weil wir bringen den heim. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also muss ich 2 Meter wegschneiden, dass er sauber liegt am Wohnraum. Jetzt muss ich alles mit dem Frontlader fahren. Ob ich jetzt 2 Meter wegschneide oder dann 4, das ist mir dann auch wurscht, ich sag's euch ganz ehrlich. Brennholz kann man runterbrauchen. Jawohl, und so wäre der schöne gerade. Meistens sind einfach die Wurzelanläufe, die liegen auch scheiße. Aber es ist ein Erdstamm und ein Erdstamm ist das meiste wert und warm, das stimmt. Ja. Aber ich mache halt das auch so. Ja. Mutterl, Tauf, Zahlwinden, sauber reingeschweiht. Ja. Zauber gegangen. Jetzt raucht er aus. Jawohl. Das finde ich gut, ich sag's euch. Das Gespann ist finde ich gut. Du musst alles zerreißen. Reifen bruchgestellt. Der kippt nicht rum. Oder nicht so leicht. Drauf zu drehen. Schau nur, wenn er 4 schläft. Ja, ich verstehe ja gar nicht alle weil die Diskussionen von Stiel und Husqvarna. Wenn mir Arbeit Leute fragen, was ich lieber nehme, Husqvarna oder Stiel. Dann frage ich zurück, was magst du lieber? Eine Blonde oder eine Schwarze? Dann schaue ich mir aber an. Blonde oder Schwarze? Ja, beides, wurscht was. So viel genauso ist es auch bei den Sechen. Ne? Wenn jetzt da oder andere gemeint hat mit Blonde und Schwarze, dann meine ich Frauen. Die hat sich getäuscht. Ich meine ein Bier. Verstehst du? Blondes Bier oder ein schwarzes Bier. Ihr kennt euch aus, was ich meine. Ne? Und von dem her bin ich wieder top begeistert. Das heißt, die 362 ist ein Top-Sech. 40er Schwert drauf habe ich jetzt. Ne? Weil es nichts anderes braucht. Und ich sage euch, hören Sie, ich glaube, ein 40er Schwert ist für die Sehe ich, da kannst du ein 45er fahren, ein 50er auch. Ne? Aber für die Sehe ich vom Gewicht her cool, richtig cool, weil es im Gleichgewicht irgendwie ist. Also fürs Auslasten perfekt. Ja. Und dann hat es einen Zug natürlich von den PS viel mehr als 55er Mark II, ist ja klar. Der reißt der ist aber, das gab es gar nicht. Der haltst du einmal hin, pack! Der reißt es aber, der schnellt es aber, der reißt es aber. Also, wie gesagt, groß nichts sagen. Super Sehen. Und das sehe ich mal rauf. Ich sag's euch, wieder einmal. Und jetzt, da wird der weg da. Ich aber so schön reißt der Gipfel an, das mache ich aber nicht, da muss ich was drinnen. So, jetzt muss ich noch was trinken. Also, ich mache da aber einen Saft rein mit dem Wasser, das gelangt mir da. Saft mit dem Wasser. Was trinkt ihr nicht so in Holztrasten? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Habt ihr da einen Tipp oder was schmeckt gut? Ein Getränk, was gut schmeckt, schreibt es einmal rein. Weil ich bin echt ein Getränkfanatiker.
Es läuft oben wie ein Wurfhaus die Katze. So, haben wir fertig für heute. Lasst mal ungefähr sehen, was das für Pflege ist. Gehen wir mal nochmal her. Also, da drinnen, das ist der Vatikaninsel. Ja, recht klar. So ist man sieht, was das eigentlich für Pflege ist da. Muss man aber dazu sagen, da arbeitet man schon ein, zwei Jahre hier, da ist immer wieder drin gewesen, der Käfer. Da haben wir ganz großflächig, haben wir rausgerissen. Und jetzt werden wir das eh komplett weg, da weiß es überall der Käfer drin. Außer Kiefern bleiben stehen, Buchen und Eichen stehen ein paar drin. Ja, aber da oben sieht man schon, da oben, da war jetzt der nur liegt, den was jetzt noch rausgezeigt, da geht es weiter mit dem Käfer. Das ist drinnen schon runter. Also das wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Ware kommt auch zusammen. Ja, das ist jetzt Brennholz und Hackschnitzelware. Und ein paar Fixlingen. Nur da, weil vorne ist kein Platz mehr. Da gehen wir jetzt einmal vier. Da haben die Kiefern da. Das wird ein Brennholz. Weil die Tiere und Kiefern am Sägeweg ausschneiden. Alle keine gute Erfahrungen gemacht. Das ist nichts. Das Holz, das dreht sich auch, wenn es trickert. Das ist ein Kartenzieher. Also im Hintergrund seht ihr nochmal. Das ist der Fleck da. Komplett vollgestanden mit Fichten. Fichten. Ja. Ich habe ein paar Videos schon gemacht letztes Jahr. Auch mit der 23er, 023er sehe ich. Schaut mal rein. Da habe ich da mit der 23er, mit der kleinen Sicht auch schon geschnallt wie Sau. Da haben wir noch Brennholzl. So, und da hier vorne ist unser Lager, wo wir jetzt haben. Ein Tag Ausbeute. Das schaut so aus. Ja, hinter mir. Ein Tag Ausbeute. Und jetzt müssen wir raufhören, weil wir keinen Platz mehr haben. Sehen einen Rückenwagen hängt, schön langsam, schön stark. Und dann werden wir das noch ablängen. Das Mutterl. Und ich lege auf. Dann werden wir da wieder einen Platz herbringen. Und wenn da wieder ein Platz ist, fangen wir hinten wieder an. Geht ungefähr so ein Tag Lager für einen Tag ungefähr. Ja, dann jetzt ein Fixlängen. Und Brennholz ein bisschen gemischt, das sortiere ich dann aus. Wenn ich dann aufliege, muss man noch ein bisschen ausnasten. Und dann passt die Sache. Ja. Kann man mal aufgehen. Ja, mein, es ist alles kein Starkholz. Es ist einfach irgendwie schon erntereif, aber irgendwie auch nicht. Hätte schon noch was einwachsen können. Schneiden habe ich auch gar nicht mehr drauf. Also passt gerade schön. Dann hängt den Rückenwagen an. Und dann legen wir das ab. Und dann passt die Sache wieder. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Und mit der Stiel 362er geschnalzt hat es wie Sau. Wunderbar. Wenn euch meine Videos gefallen, wie alle, bewertet es positiv und ich bitte euch recht schön Leute. Drückt zum Abo, Knopf drauf, das tut mich sackrisch gefreut. Und ich hatte einen riesen Vorteil, wenn das nächste Mal ein Video kommt, wird es automatisch benachrichtigt. Umsonst. Ja, wahnsinniger Vorteil. Dazu, ich lege meine Montur ab und dann geht es auf meinen Rückenwagen. Jawohl! Bis zum nächsten Mal. Aber der Servus!